Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir müssen jetzt mit dem Chef vom Schlüssel der Crimson Fleet hier mal reden. Delgado, glaube ich, hieß der. So, hier ist er. Sieht schon krass aus, finde ich. Ah, da ist ja unser anderer neuer Rekrut. So, das ist Del. Delgado, da haben wir ihn. Nachdem wir jetzt alle hier sind, kommen wir zur Sache. Ihr zwei seid diesmal die einzigen Neulinge, die es geschafft haben. Die anderen, naja, die schließen sich niemandem mehr an. Nie mehr. Neva riskiert ihren Hals für dich, indem sie für dich bürgt. Das heißt, du hast das Zeug, der Crimson Fleet beizutreten. Ja, okay, ich enttäusche euch nicht. Das sage ich mal lieber nicht, weil mein ganzer Inhalt, so was YouTube, Twitch und so weiter hier angeht, besteht aus Enttäuschung. Will ich aber auch hoffen, dass Neva für mich bürgt, nach dem, was ich für sie machen musste. Ich will einfach nur Geld verdienen. Na, ich Wenn komme ich dich da die noch. Sache mit der Ragana schon fast überfordert hat, hast du ein ernsthaftes Problem. Du steckst schon zu tief drin, um auszusteigen. Und ich verspreche dir, es wird ab jetzt nur schwieriger. Okay, fangen wir an. Wenn du der Crimson Fleet beitrittst, bist du für immer dabei. Man steigt nicht aus, geht nicht in Rente. Raus kommt man nur, wenn man stirbt. Du bleibst loyal oder du trägst die Konsequenzen. Flieht vor Freunden. Flieht vor Familie. Flieht vor dir selber. So, aber hoffentlich nicht flieht vor Frühstück. Ich schlafe nämlich gerne lang. Scheiße. Warum hat eine Piratenorganisation so viele Regeln? Klar haben wir Regeln. Wenn du glaubst, die Fleet basiert auf einem gesetzlosen Traum, liegst du falsch. Unser Einfluss, unser Geld, unser Respekt beruhen auf penibler Planung und darauf, dass jede einzelne Seele in der Fleet meine Befehle exakt befolgt. Deswegen musst du lernen, die Fleet über alles zu stellen. Alles klar, verstanden, Boss. Boss, gut, du lernst schnell. Gefällt mir. Können wir uns beeilen? Ich will mich im Last Nova besaufen gehen. Ich bin beeindruckt. Das ist das erste Intelligente, was du die ganze Zeit gesagt hast, Mathis. Okay, ihr zwei seid scharf darauf, euch zu beweisen. Dann auf zum nächsten Job. Packt was Warmes zum Anziehen ein, Neulinge. Ihr werdet es brauchen. Oh Gott, sag nicht, du schickst sie für einen von deinen Initiationsausflügen nach Suvorov runter. 10 Ausflüge zur Oberfläche, 12 tote Neulinge. Langsam kannst du diese beschissene Lagerfeuer-Story doch mal vergessen. Kriegs Vermächtnis ist keine Story, Neva. Wir haben frische Augen in der Fleet. Und wenn die zwei uns beeindrucken wollen, helfen sie mir, die Ruinen zu durchsuchen. Hoffentlich hast du recht, Del. Der neue Code für das Schloss hat uns eine Menge Credits gekostet. Und einen guten Captain. Okay. Bei dieser Initiation, wie Neva es nennt, kannst du sehen, wo alles angefangen hat. Auf Suvorov mit Jasper Crix. Crix hat die Gefangenenrevolte angeführt, aus der die Crimson Fleet entstanden ist. Und wenn sein Vermächtnis noch existiert, finden wir es. Vielleicht solltest du mir mehr über Kriegs Vermächtnis erzählen? Von was für einem Code redet Naeva? Nimmst du jeden neuen Pirat auf so eine Initiation mit? Wie viele Prüfungen und Initiationen muss ich denn noch absolvieren? Hast du etwa eine Abschlussfeier erwartet, oder was? Dass ich dir einfach ein Schädelabzeichen verpasse und dich losschicke? Ja, klar. Damit das klar ist, du wirst ununterbrochen getestet bei jedem einzelnen Job, den du annimmst. Und Neva? Die wartet nur darauf, dass du es verbockst. So, von was für einem Code redet übrigens Neva? Neva konnte mit etwas Glück und jeder Menge Cash einen Zugangscode zum Schloss beschaffen. Das wird das erste Mal, dass jemand von der Crimson Fleet einen Fuß hineinsetzt seit, naja, seit Crix damals ausgebrochen ist. Es ist extrem frustrierend, so nah an potenziellen Hinweisen zu sein, aber keinen Weg ins Gefängnis zu finden.
Nimmst du jeden neuen Pirat auf so eine Initiation mit? Natürlich. Wo finde ich denn sonst einen so perfekten Ort, um Neulinge auszusortieren, die nur Zeitverschwendung wären? Vielleicht solltest du mir mehr über Kriegs erzählen. Bevor Kriegs die Fleet verlassen hat, hat er in einer Nachricht ein Riesending erwähnt, das die Fleet zur Großmacht in den besiedelten Systemen machen würde. Bald nannten die Leute das Kriegs Vermächtnis und alle, die versucht haben, es zu finden, sind gescheitert, verschwunden oder gestorben. Um eine Chance zu haben, brauchen wir erstmal einen Hinweis und den finden wir vermutlich auf Suvorov. Dell hat das Beste ausgelassen, dass die ganze Suche auf ein paar Wörtern auf einer uralten Slate basiert. Kriegs hat auf der Aufnahme jede Menge große Töne gespuckt, aber Fakten sind kaum dabei. Manche glauben daran, manche weniger. Hör nicht auf sie. Wenn wir Kriegs Vermächtnis in die Finger bekommen, hebt das die Fleet auf ein völlig neues Niveau. Dann sind wir der UC Systev mehr als nur ebenbürtig. Dann sind wir nicht mehr zu stoppen. Das ist doch viel zu ärgert. Legen wir einfach los. Und wenn Neva recht hat und Kriegs Vermächtnis nicht real ist, wird die Fleet dadurch nicht einfach nur ein noch größeres Ziel für die UC Systev? Du vergisst, dass die UC sich noch ihre Wunden aus dem Koloniekrieg lecken. Sie sind nicht in der Lage, eine große Offensive zu starten. Und wenn sie so dumm wären anzugreifen, hätten wir die Mannstärke, diese Penderos zurück nach Jameson zu drängen, wenn wir Kriegs Vermächtnis haben. Dann sind wir nicht mehr zu stoppen. Exakt. Langsam begreifst du es. Okay, genug geredet. Wir haben viel Arbeit vor uns. Und unser nächster Halt ist das Schloss. Jazz hat die Koordinaten auf deinen Schiffscomputer geladen. Nachdem Mathis kein Schiff hat, fliegt er bei mir mit. Wir sehen uns da unten, Neuling. Lass mich nicht warten. 8300 Credits sind nochmal hinzu. Nice. So. Ja? Was da hinten? Echt aus der Vergangenheit. Lande auch Suvorov. Boah, sorry, musste wieder niesen. Achso, hier kommen. Ah, wir sind wieder hier. Warte mal, wo waren die Shops? Hier waren die Shops. Ich möchte mal gucken, was die Shops haben. Wenn du von mir kaufst, siehst du. Kein Preis ist zu hoch, wenn es um Schutz geht, stimmt's? Ja, ich sehe mir dein Angebot mal an. Nur die beste Schutzausrüstung weit und breit. Was hat er denn hier? So, Waffen. Er hat einen Cutter. Anzüge. Piratenangriff. Space Trucker, Tiefenbohrer, Piratencharter, Tiefenminen und Piratencorsair. Ja gut, den guten Stuff hat er jetzt nicht. Halt, die Piratendinger wieder. Der Shocktrooper, der gefällt mir eigentlich am meisten bisher. So. Piratensäbelrassler. Und Piratencrew. So. Bis dann. Was hat die? Die hat Waffen. Was sagt man dazu? Neva Superstar. Ich wusste, dass du meine kleine Ecke im Schlüssel finden würdest. Das tun alle irgendwann. Überspringen wir den Smalltalk. Ich will etwas kaufen. Großes Dirk ja nicht, wenn du mich fragst. Gut, dass ich dich nicht beeindrucken muss. Der Großteil meines Sortiments ist Standard. Kinetik, Elektromex, Energie, sogar ein paar Sprengstoffe. Manchmal lagere ich auch Schmugglerware. Das Zeug, mit dem dich die Systev nicht rumspielen lassen will. Versuch nicht, mich übers Ohr zu hauen. Sonst gebe ich dir eine Gratisprobe. Und dein Kopf ist mein Ziel. Lass mich raten, Vertrauensproblem? Ich bin zwar neu, aber du kannst mir vertrauen. Die Drohung würde klappen, hättest du es geschafft, mich wenigstens ein bisschen einzuschüchtern. Du solltest dich auch nicht vor mir fürchten, sondern vor der Fleet. Kleiner Rat, du kannst das Vertrauen der Fleet nicht kaufen, nur verdienen. Du blutest für die Fleet, die Fleet blutet für dich. So einfach ist das.
Wer was anderes behauptet, lügt oder ist bereit, dir ein Messer in den Rücken zu rammen. Vielen Dank für die Lektion in Etikett, Frau Professore. Du hast vermutlich einen ganz persönlichen Grund, warum du das sagst. Also bitte, spar dir dein Mitleid. Ich will dich nur um deine Credits erleichtern. Belassen wir unsere professionelle Beziehung auch so. Komm, zeig mal deinen Wagen. Sieh dich um. So, was hat die hier im Sortiment? Breach, Thiever, Fury, Pirate Legend? Sieht sogar cool aus, finde ich. Glitzert sogar ein bisschen. Razorback, Ripshank, Tanto. Des Profis veredelt Grendel. Des Profis veredelt Sidestar. Drumbeat, Nova Light, Orion, Pacifer, Regulator. Erdzeitiges Sturmgewehr. Mit. Ja, mit Tesa auch noch ein bisschen dran. Also Panzertape. Erdzeitiges Jagdgewehr. Irgendwie hätte ich schon Bock, der Crimson Fleet mal richtig beizutreten. Vor allem mir gefallen die Farben von Schwarz-Rot und so weiter. So, Munition, Werfbarkeit. Kann ich eh was andrehen? Hab ich jetzt hier die Maelstrom, die brauche ich ja nicht. Den brauche ich nicht. Munition lasse ich mal. Hier habe ich nichts. Piratensäbelrastler. Hier darfst du haben. So, die darfst du auch haben. Warum habe ich den Schrott hier? Antiker irischer Fußball. Medizinisches Material. Das kann weg. So, was habe ich hier? Die Muni. So, und sonstiges. Habe ich noch irgendwas? So. Habe ich hier alles verkauft? Na gut. Dann geh noch mal zu ihm und verkauf ihm auch noch andere Krams. Starten wir dich mal auf. Wenn da so viele Händler an ein und denselben Fleck sind, warum dann nicht, ne? So. Ich habe da so viel Zeugs, das ich gar nicht brauche. Alter, wie viel? Woher kommt das ganze Zeug? Ne, jetzt ernsthaft. So. Warte mal. Ich hatte hier doch noch irgendwas. Und sonstiges hier. Das kann weg. Habe ich hier Constellation Guide Nummer 1, Crimson Fleet Profil, Adler Camp. Habe ich hier sonst noch Bücher oder sowas? Gut, dass die Dinger hier eigentlich nichts wiegen.
Okay, ich habe hier nicht. AMP nutzen wir nicht. CQBX nutzen wir nicht. Hier, das Sandwich kannst du haben. Die Minen nutzen wir ja auch nicht. So, hier verkaufen wir nichts. Waffen habe ich alles noch, was ich brauche. Hier nochmal gucken. Hilfe. Ach komm, die nutzen wir nicht. AMP nutzen wir nicht. Antibiotika. Battleston nutzen wir nicht. So. Ich glaube, die Limetta kann ich noch verkaufen. Gut. Der wie er ist, in Stücken. Mach's gut da draußen. Jo, dann haben wir hier noch einen Händler. Israel Discover. Brauchst du Komponenten? Ich hasse Zeitverschwendung. Ja, zeig mal, was du hast. Na gut, bringen wir es hinter uns. So, was? Ah, okay. Ressourcen und Hilfe. Die essen. Gut, dann kann ich ihr den Rest hier andrehen. So, da brauchen wir noch das. Nein! Okay, jetzt egal. Elgel. So, Hypoliter brauchen wir nicht. Sowas auf jeden Fall. Infantry Alpha brauchen wir nicht. So. Schiffsteil brauchen wir. Schlangenöl. Sprudelwasser. Nee. Sowas auch nicht. Wir sind schon bei 300.000 Credit. So, jetzt nochmal gucken. Haben wir noch was? Okay. Wir sind hier fertig. Gut. Brauchst du was? Ja, wer war hier jetzt nochmal zuständig für Schiffumbauten oder so? Hier, um dein Schiff aufzumachen. Hier. Also, das Willkommensschild. Wir haben uns wohl einen Neuling eingefangen. Nochmal, ich bin Jazz. Die Ingenieure. Alter, Sarah, jetzt halt mal die Klappe. Ich hab's schon gesagt. Schiffsteile, Reparaturen. Ich kann dir helfen, solange du zahlst. Okay, ich hoffe, die Fleet hat eine größere Auswahl als die UC und das Freestar Collective. Sie ist zwar nicht größer, aber auch nicht in den Büchern, solltest du das meinen. Dein Schiff ist in guten Händen. Wenn du es ein wenig aufmotzen willst, gib mir Bescheid. Wir haben die beste Auswahl der besiedelten Systeme. Illegal, nicht registriert, zurückgerufen. Wir verkaufen alles, ohne zu fragen. Kann schon, ich will nur echte Herstellerteile. Werden die UC oder Freestar-Sicherheitsscanner bei den Teilen Alarm schlagen? Wer von mir kauft, hat keine Sorgen. Ich kann nicht zulassen, dass man meine Kunden erwischt. Wäre schlecht fürs Geschäft. Okay, dann. Alles, was der Aufmerksamkeit der UC und der Freestar Ranger entgeht, ist ein Muss für mich. Gib Bescheid, wenn du übers Geschäft reden willst. So, hilfst du mir bei meinem Schiff? Wenn du die Credits hast, hab ich die Zeit. Zeig mir mal, was du für Schiffe im Angebot hast. Ich brauche dein Geld. Wie sich das trifft. Ja, zeig her. Okay, Crimson Fleet Phantom. Sieht auch nicht schlecht aus. Crimson Fleet Spectre. Spectre 2. Das ist die Ghost. Reaper. Haunt. Banshee. Oh, die Banshee sieht cool aus. Klasse B sogar. Die sieht cool aus. Mhm.
Und der Rave. Sogar 6 Crewmitglieder kann ich hier in den Rave. Reaktor C aber. Kostet 237.000. Alter, die will ich holen. Okay, warte mal. Die gefällt mir aber am meisten bisher. Aber die ist größer. 6 Crewmitglieder. Das heißt, ich könnte noch jemanden mit reinholen, wenn ich eine Klasse C hätte. Aber okay. Willst du was anfangen? Du weißt, was ich dann beende. Ich hab was. Ich helfe dir schon, aber das kostet dich. Ja, ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren. Es braucht nicht viel, damit sich das Schiff wieder wie neu anfühlt. So, okay, ich würde das hier machen wollen. Schiffsbilder. Und ach komm, ich mache erst einmal so. Alles weg. Warte mal, So. Von Grund auf würde ich alles bauen wollen. Hinzufügen. Fangen wir erst einmal mit den Dingern an. Landebucht Hope 4. Landebucht NG 6. Warte mal. Der hat eine Leiter. Der hat eine Leiter. Der hat eine Tür. Wenn wir den hier nehmen. Ah, ne. Okay, ich hätte gerne eine. Anstatt eine Leiter eher mit einem Durchgang. Okay, warte mal. Fangen wir dann mit den. Was hat der hier? Was haben die für Cockpits? Hier 4 Crewstationen. Ist aber von Stroud und Eklund. Pack ich mal hier hin. So, was haben wir hier für Docker? Naja, Antriebe noch nicht, Ausrüstung, Treibstoff, Getriebe, Graph, machen wir gleich, Wohnmodule. All in one? Ah, okay. Stroud und Eklund passt alles zusammen hier. Vom Stil her. So, dann haben wir hier eine Anlegestelle. All in one Anlegestelle. Warte mal, kann ich sehen? Maximal Crew 0. So, dann haben wir hier Lagerraum A, Lagerraum B, Lagerraum C. Stroud Kajütenlage, Kajütenleiter. So, Waffenkammer, Captain-Quartier. Würde ich hier nach oben mal setzen wollen. Nee, nicht hier, sondern hier. So. Waffenkammer packen wir mal daneben.
So, Captain Wunkwatti, Computerkern würde ich nach unten dann packen wollen. Hier. Kontrollzentrum. Obwohl, warte mal. Nehmen wir den mal raus. Packen. Computerkern packen wir hier hin und das dafür. Dahin. Und das dann dafür nach unten. So. So, Computerkern, Kontrollzentrum, Krankenstation. So. So, Kranken. Wohnquartier, Wissenschaftslabor. Können wir mal hier hinpacken. Und Werkstatt nach dahin. Ich würde das hier vielleicht aber mal. Nee. Doch hier lassen. So, All-in-One-Anlegestelle, Technikstation. Lagerraum. Nee, irgendwie gefällt mir das so nicht. Ich glaube, bei Deimos hatten wir, oder Hopetech, hatten wir mehr All-in-One. Waffenkammer, Captain Wohnquartiere, Computerkern und Kontrollzentrum. Ne, andersrum. Oder warte. Computerkern nach unten. Ah, okay, so ist schon fester. Okay. Ich rede nicht, also ich rede die ganze Zeit und habe vergessen, Mikro wieder einzuschalten. Ich bin wieder so ein Lappen, ey. Ah, nur weil ich einmal gehustet habe, vergesse ich Mikro wieder einzuschalten. So, wir gehen aber direkt Star Eagle in den Cockpit. Boah, ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, wann ich, hier, gedingst habe. Stumm geschaltet habe. Operation abgeschlossen. Schubdüsen frei.
So, okay, wir müssen. Wir müssen dahin. Suvorov. Das Schloss. Da müssen wir rein und landen dann da mal. Geschichte des besiedelten Systems. Soll Datum 2315. Die United Colonies gründet die UC Vanguard, ein Privatier-Navy mit unabhängigen Captains, die ihre eigenen Schiffe steuern. Mal sehen, was der Ball zu bieten hat. Okay, ist auf jeden Fall wieder ein Schneeplanet. Aber immerhin mit Sauerstoff. 18%. Wird auch Zeit, dass du kommst. Ich habe dir gesagt, dass du deine Zeit verschwendest, Dell. Ich halte immer mein... Und ich dachte, du magst Überraschungen. Lassen wir den Scheiß und kommen zur Sache. Deswegen sind wir hier. Und Mathis, ich habe hier das Sagen. Also halt deine Fresse. Verstanden? Schön. Also gut, hergehört. Ich sage das nämlich nur einmal. Wir sind hier, um an Informationen über Kriegs Vermächtnis zu kommen. Nicht wegen Beute. Egal, was ihr findet. Denkt nicht nach. Werdet nicht kreativ. Bringt es direkt zu mir. Das Ganze ist Zeitverschwendung. Keine Sorge, Mathis weiß gar nicht, was Denken ist. Falls das ein Witz sein soll, ich lache nicht. Du lachst schon genug, Delgado, wenn ich ihm den Schädel mit einem Brecheisen spalte, zum Beispiel. Okay, das reicht. Wenn ihr mit der Crimson Fleet fliegen wollt, müsst ihr eine einfache Regel befolgen. Auf einem Job macht ihr genau das, was ich sage. Ohne Fragen. Wenn ihr damit ein Problem habt, sagt Bescheid. Dann lasse ich euch auf diesem Eisball zurück und ihr seid nach ein paar Stunden tot. Ja, ja. Mathis hat jedoch das Maul aufgerissen. Verstanden, aber ich arbeite nicht gern umsonst. Das war heute das Klügste von dir. Wenn ich noch ein Wort davon höre, dass ihr für den Job bezahlt werden wollt, jage ich euch eine Kugel in den Kopf. Ach ja, eine Sache noch. Dein Anhang hier kann bis zu den äußeren Gefängnistüren mitkommen. Aber rein lasse ich ihn verdammt nochmal nicht. Oh, sehr schön. Dann sauge ich hier einfach die wunderbar winterliche Atmosphäre des Planeten auf, bis ich unterkühle. Der Weg vom Landeplatz zum Schloss ist recht weit, also Bewegung! Okay, das Miss Sarah, tut mir leid, dass ich jetzt nicht mitkommen darf. Also nicht mit reinkommen darf. Fleet Neuling? Mathis Castillo? Noch ein Fleet Neuling? Delgado. So, Klebstoff. Doch, ich will das essen. Warum sagt sie. Warum ist sie der Meinung, ich will das essen, hä? Kann ich das essen? So, ist das unter Hilfe? Körperflüssigkeiten, Klebstoff. Ich kann das nicht essen, okay. Wo ist das Ding hin? Ich habe aber auch nicht vor, Kirschen zu essen mit euch. Wenn die wüssten, was sie vorhätte. Das Schloss, Ort entdeckt. Das soll ein weiter Weg gewesen sein? Wo ist das Ding hin? Ernsthaft?
Die werfen einfach nach mir nach. Egal, ich loote das die einfach, alle. Ernsthaft? So, wo sind noch mehr? Ich wünschte, ich könnte sehen, wo die sind. Ach, hier. Na, du? Wie viele sind denn hier von denen? Da. Okay, wo? Da hinten sind noch mehr. So. Wer schmeißt hier mit Granaten auf mich? So. Wo ist denn der Rest? Gibt auf jeden Fall genug hier noch. Da sind wir. Hier hat Jasper Kriggs das Fundament für die Suche nach dem Vermächtnis und für die Crimson Fleet gelegt. Das Schloss. Ich bin bereit. Ja, er muss das Ding echt zackig aufmachen. Es ist eisig hier draußen. Hol leise. Dann dreh mal deine Anzugheizung auf, Mathis. Da drin wird's nämlich nicht viel besser sein. Also weiter. Wir können nicht den ganzen Tag hier rumstehen. Und Sarah? Was mit ihr? Ein kleines Vermögen gekostet. Hoffentlich lohnt es sich. Echos der Vergangenheit. Los geht's. Gehen wir rein. So, gibt's hier auch Loot? Ich bin das erste Mal in diesem Teil, also Augen offen halten. Wenn ihr irgendwas Ungewöhnliches seht, sagt Bescheid. Wenn's feindselig ist, schaltet es aus. Simpel. Wo ist denn Sarah? Die ist jetzt draußen, ne? Mit eingeschalteter Heizung ist das hier ein Drecksloch. Jetzt weißt du, warum sie die Schnauze voll hatten und sich von Kriggs haben rausführen lassen. Und so hat die Crimson Fleet angefangen. Ja, ja, die Story kennt jedes Kind. Es ist keine Story, Mathis. Es ist Geschichte. Merk dir das. Und jetzt halt die Klappe und die Augen offen. Okay, also das ist das Gefängnis. Oder ehemalige Gefängnis. So, wir haben lange nichts mehr hier geknackt, sagen wir so. So, ich glaube... Ja. Okay, das war einfach. Antimikrobiell... Ja, nehmen wir alles mit. Was war das denn jetzt gerade? Ein Grafikglitch auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich noch mehr auf uns zu. Sichere den Bereich. Ist das denn auch jetzt wirklich sicher? Oh. Die will ich haben.
Okay, was greift da an? Ach, die Dinger. Schaltet sie alle aus. Wie, die mit ihren Granaten? Okay, der ist ein bisschen stärker. Der eine hier. Was ist denn das für einer? So. Ach, hier gibt's noch mehr. Wo ist denn der Rest? Keine Ahnung, wo der Rest ist. Wahrscheinlich irgendwo über uns, unter uns, was auch immer. Muni? Gefängniskleidung nehme ich mal mit. Will ich mir mal ansehen. Dichtmittel, antimikrobiell. Mein Freund Bilby! Nehme ich auch mal mit. Kann man bestimmt gut verkaufen wieder. Was haben wir hier? Anzug Deep Reckon. So. Erstmal. Alter, was? Der ist schon mal falsch. Der ist hier auch falsch. Wenn wir den hier hinnehmen, könnte der... Okay. Die passen schon mal. So. Das könnte passen. Und das. Okay. Der war leer? Wofür habe ich den jetzt? Egal. So, mehr ist hier jetzt auch nicht. Außer ein paar Schlappen. So. Da haben wir wieder. Trauma Pack. Der Constum. So, Delgado. Da muss irgendwo ein Nest sein. Wahrscheinlich sind die Biester überall. Ja, und ihre Kumpels haben das Geballer sicher noch einen Kilometer weit weg gehört. Hast du keine Eier oder was? Wären wir nicht mit Delgado unterwegs, würde ich dich dafür umlegen. Schluss jetzt! Wie konnte ich so blöd sein, euch beide gleichzeitig mitzunehmen? Also mal sehen. Wir sind wohl in einem Bereich für den Gefangenentransfer. Aber es ist alles abgeriegelt. Da ihr so gute Freunde seid, geh doch mit Mathis in den Kontrollraum und seht nach, ob ihr noch ein paar Türen öffnen könnt. Okay. Also ich soll mit ihm jetzt dahin gehen. Einfach damit er und ich beide gleichzeitig angepisst sind und einer von uns den anderen tötet. Mit Wahrscheinlichkeit ich eher ihn. Das ganze Dach kommt runter. Deine Schuld, Mathis. Verdammt. Hör auf zu heulen. Wir finden schon einen Weg. Ja, der heult jetzt wieder rum. Nur am Jammern. So, den würde ich hier hinpacken. Und das dann hier, ja.
So, dann würde ich das hier hinsetzen. Perfekt. Credits, nice. Und Leder Street nehme ich auch mal mit. Was ist das mit der Grafik gerade hier? Anzug Sternvagabund. Echt? Was zur Hölle machen wir jetzt? Was? Vielleicht können wir da irgendwie durchbrechen. Sei einfach still und lass mich nachdenken. Was gibt's da nachzudenken? Sieh es ein. Wir sind auf uns allein gestellt. Als erstes müssen wir einen Weg hier rausfinden. Hoffentlich hast du einen neuen Plan. Ich habe nämlich keinen. Glaubst du, Delgado testet uns? Als erstes müssen wir einen Weg hier rausfinden. Naja, klar. Dazu kommen wir schon irgendwann. Ich habe eine viel bessere Idee. Wir nutzen die Gelegenheit, um Delgado auszuschalten und gleichzeitig einen Batzen Credits zu verdienen. Wie sollen wir ihn bitte denn ausschalten? Meinst du das ernst? Wir machen das wirklich hier und jetzt? Ja, wir machen das hier und jetzt. Oder wir warten, bis wir das nächste Mal auf einem einsamen Planeten sind und uns ein Eisbruch von Delgado trennt. Eigentlich müsste ich dich dafür direkt erschießen. Wow, wow, lass mich das doch erstmal kurz erklären. Tun wir mal kurz so, als hätte Delgado recht. Als gäbe es hier Informationen über Crixes Vermächtnis. Wenn wir ihn erstmal losgeworden sind, graben wir das Zeug selber aus und verkaufen alles an Neva. Dann schwimmen wir in Credits. Woher weiß ich, dass Delgado dich nicht einfach beauftragt hat, meine Loyalität zu testen? Willst du etwa, dass die Crimson Fleet uns den Rest unseres Lebens jagt? Sind die Informationen nicht mehr wert, als sie uns je zahlen können? Willst du etwa, dass die Crimson Fleet uns den Rest unseres Lebens jagt? Nein, 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 vergiss es. Hör mir zu. Wir servieren Neva die Führung über die Crimson Fleet auf dem Silbertablett. Sie wird sich bedanken, dass wir Delgado ausgeschaltet haben. Ich meine, ich wette einen Monat Beuteanteil, dass er noch nie so angreifbar war. Es ist perfekt. Wo ist er denn? Woher weiß ich, dass Delgado dich nicht einfach beauftragt hat, meine Loyalität zu testen? Bist du irre? Ich bin doch nicht Delgados Spitzel. Ich reiß mir den Arsch auf, um Crimson Fleet Captain zu werden. Genau wie du. Und falls es dir entgangen ist, wir sitzen beide hier fest. Wenn wir hier nicht rausfinden, meldet nie wieder irgendjemand irgendwas. Ich sag ihm, vergiss es. Schön, wie du willst. Weißt du, fast hätte ich angefangen, dich zu respektieren. Und jetzt suchen wir einen Weg hier raus. Warte mal. Ich glaube, hol wartende Begleiter ab. So, also ich glaube, das war ein Test. Oder das ist ein Test. Das ist eine Möglichkeit. So, Anzugwerkbank. Waffenwerkbank. Dichtmittel nehmen wir mit. Mitgefangen, mitgegangen. Okay, Sautsch. Was zur Hölle ist bitte so wichtig, dass ich um diese Uhrzeit aus dem A-Block herkommen soll? Kennst du Jasper Crix im D-Block? Der will ausbrechen und der will, dass ich mitkomme. Mann, was würde ich für eine Weltraumheizung und eine heiße Tasse bei Bock geben? Warum höre ich das erst jetzt? Crix hat es nur den paar Leuten gesagt, denen er vertraut. Wir müssen es geheim halten, sonst legt er uns um. Und warum erzählst du es mir dann bitte? Komm schon, muss ich dir das echt erklären? Weil ich dich mag, Rickard. Und will, dass du mitkommst. Wir treffen uns seit Monaten in dem Lagerraum um. Du weißt schon, ich hatte gehofft, dass da noch ein bisschen mehr ist. Mann, Sautsch. Ich wusste nicht, dass dir das so geht. Gib einfach Bescheid, dann... Lebt da oben noch jemand? Oh, Scheiße. Ich habe die Aufnahme nicht gestoppt. Muss die UC viel Geld gekostet Scheiße, haben, den Laden hier zu verlieren. Alter, labert nicht alles so dazwischen. Ist jemand da? Ich dachte, du willst mich umbringen, okay? Verwendet das Intercom. Dich umbringen? Erstmal muss ich hier looten. Traumapack, nice. Hallo? Okay. Hallo. Muss ich es echt? So. Zwei habt es also echt geschafft, ja. Es war knapp, aber wir haben überlebt. Geht ja wirklich gut los. Danke für die Warnung vor dem Einsturz. Warum bist du so überrascht? Du Wichser, nach dem, was gerade war. Nach dem Eisbruch wusste ich nicht, was los ist. Ich dachte, ihr zwei seid zerquetscht worden. Es war knapp, aber wir haben, geht ja wirklich gut los. Keine Sorge, ab jetzt geht
Okay, sein Humor mag ich. Wir sind offenbar hier eingesperrt, also müsst ihr zwei Dinge tun. Erstens müsst ihr weiter nach einem Weg suchen, die restlichen Türen hier unten aufzukriegen, sonst bleibe ich ewig hier. Und zweitens versucht irgendwas über Jasper Kriggs rauszukriegen. Habt ihr verstanden? Vielleicht sollten wir lieber hier auf dich warten. Wie sollen wir denn von hier oben die Türen öffnen? Woran erkenne ich, dass ich was Nützliches über Jasper Kriggs gefunden habe? Ja, wir haben es verstanden. Und sag Mathis, er soll nicht auf dumme Ideen kommen, sonst weide ich ihn aus. So. Ah, hier, okay. Sicherheitssteuerung. Abriegelung über Brücken. Gib dich zum Block D. Intake. Ich habe so ein Gefühl, wir werden hier noch angegriffen. Nochmal. Okay. Das ist hier ein bisschen komplizierter als sonst. Der ist es schon mal nicht. Wenn ich den hier nehme. Ah, okay, der ist auch schon mal nicht. Aber warte mal, der? Und wenn ich... Ja. Das war's, okay. Der ist auch schon mal nicht. Moment. Ah, okay. Das kriegen wir. Und das, ja. So, Gefängniskleidung. So, das nehmen wir auch mal mit. Security-Wache. So, Stromnetzsteuerung. Ah, okay. Was ist denn das da drüben? Was sieht er? Drüben ist wohl ein Wachturm, der den Zellenblock überblickt. Den sollten wir uns ansehen. Okay, betritt den Wachturm von Block D. Gibt's hier noch mehr? Credits, nice. Ui. Okay, da komme ich nicht weiter. Okay, dann gehen wir dahin. Hast du das gehört? Nee, vergiss es. Ich drehe hier langsam durch. Nee, ich sehe schon. Hier wird's gleich. Was war denn da? Ah, okay, war klar. War klar, dass die jetzt kommen. So, ja, komm. Gibt's hier noch mehr? Hier gibt's noch mehr. Der Zellenöffner ist gesperrt, okay.
Ja. Gott. Wo haben wir noch mehr von den Viechern? Hä? Ach, hier liegt ja jemand. Und was hat er hier? Und Anzug Sternvagabund. Ich bin noch nicht überladen. Aus dem Weg. Das sind die Zellen. Also hier hat man Entgifter. So, den auch nochmal knacken. Okay, der hier schon mal nicht. Aber der? So, und mit dem würde ich... Hier und hier. Nice, haben wir geschafft. 5 von 5 Sicherheit. Ich finde es gut, dass wir hier jetzt so viel knacken können. Oliver Twist. So. Hier. Okay, ich werde gerade angegriffen. Wo? Da. Jetzt kann ich wieder knacken, oder? Mit dem hier schon mal nicht. Der hier und... So. Ah, vielleicht doch so. Ja, die Art. Okay, hier hatte jemand schon mal Muni. Ja, dann würde ich aber sagen, in der nächsten Folge machen wir hier mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.